Hallo, mein Name ist David Tück und ich freue mich, dass du hier dabei bist bei Glauben für Finanzen. Vielleicht bist du hier zum ersten Mal dabei und deswegen möchte ich dich gleich mal ermutigen, den Kanal zu abonnieren und im Nachhinein dir auf jeden Fall die Videos anzuschauen, die wir schon gemacht haben, weil hier vieles aufeinander aufbaut. Und es könnte sein, dass du hier reinplatzt und dann alles ist so hu 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 hu. Wie kann er sowas sagen? Wie kommt er auf das? Was ist damit? Was ist mit dieser Bibelstelle? Was ist mit jener Bibelstelle? Und dann geht immer alles ab und Chaos. Und Streitereien und so weiter. Ja? Und du musst einfach wissen, dass in ein Video kann ich nicht die ganze Bibel hineinpacken. Das ist schon mal klar. Also ich kann nicht alles auf einmal bringen. Es ist nicht möglich. Und deswegen gibt es eben diesen Kanal, wo ich schön in Ruhe jedes Thema beleuchten kann, wenn es um Finanzen geht, wenn es um darum geht, dass wir Glauben entwickeln für Finanzen. Und heute will ich über etwas ganz Wichtiges reden, über was Fundamentales, eine Basis, von der wir ausgehen, bevor wir weitergehen. Also eine Basis, die wir haben müssen. Ja? Und dazu gehört, dass Gott gut ist. Und dazu gehört, dass Gott dich liebt. Und dazu gehört diese Stelle, die ich dir gleich vorlesen werde. Malachi 2, Vers 5. Da heißt es, denn mein Bund mit ihm war Leben und Friede. Und diese gab ich ihm, damit er mich fürchtete. Und er fürchtete mich und begegnete meinen Namen mit Ehrfurcht. Hammer, oder? Gott sagt uns, dass sein Bund mit Levi oder mit uns, jetzt in dem Fall, ist Leben und Frieden. Gottes Bund mit uns ist Leben und Frieden. Und weiter, dieses gab er, damit er gefürchtet wird. Wir haben nach einer Zeit so als Christen diese Richtung entwickelt, dass wir Bestrafung haben, Krankheiten und Not und so weiter. Und dass wir dann Gott besser fürchten, dass wir Gottes Furcht lernen, dass wir und so weiter und so fort. Ja? Und es gibt eindeutig ein Text, und deswegen liebe ich diesen Text, der genau das Gegenteil sagt. Genauso wie David sagt. David sagte, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Das heißt auch woanders, die Güte Gottes bringt zu Buße. Ja, die Güte Gottes, nicht die Strenge Gottes, nicht das Strafen, nicht das, dass er uns irgendwie wehtut und dann, sondern das Gute bringt uns zu Gott. Und genauso mit dem Evangelium. Das heißt, es ist die gute Botschaft, es ist die frohe Botschaft. Er hat dir vergeben. Er ist für dich gestorben am Kreuz. So das Gute, die Gnade und das Leben ist etwas, was Gott uns gibt und deshalb fürchten wir ihn. Mein Bund mit ihm war Leben und Friede, diese gab ich ihm. Wir nehmen noch den vierten Vers und dann können wir darüber ausführlich uns unterhalten. So werdet ihr dann erkennen, dass ich dieses Gebot zu euch gesandt habe, damit mein Bund mit Levi bestehen bleibt, sagt der Herr, Zebot, denn mein Bund mit ihm war Leben und Frieden. Ja, so ging es da weiter. Gottes Idee mit uns, und das ist die Grundlage, Gottes Idee mit uns, mit dir, mit uns allen Menschen, warum er einen Bund mit uns geschlossen hat, war, damit wir leben. Damit wir leben. Ich kann das nicht oft genug sagen. Und das ist das, ich kann es nicht oft genug predigen. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Du brauchst ein Verständnis, auch hier, wenn du hier dabei bist, bei diesem Kanal, dass Gott will, dass du lebst. Gott will das Leben. Gott steht für das Leben. Er ist derjenige, der das Leben erschaffen hat. Er ist derjenige, der am besten weiß, wie das Leben funktioniert. Deswegen haben wir das Wort. Er ist derjenige, er will, dass wir leben. Ja, das ist sein Wille. Sein Wille. Als Jesus Christus auf die Erde kam, hat er den Willen des Vaters repräsentiert, indem er die Kranken heilte, Dämonen austrieb, also Menschen, die besessen waren, die kein Leben hatten mit den Dämonen, der austrieb, was wir in diesen ganzen Geschichten immer alles sehen, ich will darüber jetzt nicht eingehen, und indem er den Armen das Evangelium predigte, der guten Botschaft. Halleluja! Es heißt noch in der Apostelgeschichte, da heißt es, ich glaube, 8. Kapitel, 38 oder sowas, da wird uns gesagt, Jesus, der Gesalbte, der umherging, nur Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel bedrängt waren, denn Gott war mit ihm. Halleluja!
Das heißt, er tat was Gutes, er baute auf, er brachte das Leben auf die Erde und dann, wo er am Kreuz gestorben ist, vertilgt er oder bestraft er sozusagen die ganze Sünde, ging dort auf dem Kreuz, er wurde zum Fluch für uns, damit wir den Segen haben können. Das heißt, er tat auch das, also Gottes Absicht war es immer, den Bund mit uns zu halten, um uns Leben zu geben, um uns Frieden zu geben. Das ist einfach wichtig. Deswegen heißt es auch in Jeremia, ein Bibelvers, der oft zitiert wird und den viele gut kennen. Deswegen heißt es, ich habe gute Gedanken für euch. Gedanken des Friedens, nicht des Leidens. Um euch eine Zukunft zu geben. Halleluja! Das ist, was Gott will. Er will, dass wir leben. Und wenn das in dir streitet, wenn das bei dir nicht vertieft ist, dann ist es schwierig, als Christ zu leben. Es ist einfach dann schwierig. Weil alles, was du tust, alles, was Gott dir sagt, alles, was du bekommst als Lehre und was du als tun, sage ich mal, erscheint dir als eine Bürde und du musst tun und du musst das da und du verstehst es nicht. Aber wenn du weißt, dass Gott das Leben gewählt hat für uns und er will, dass wir ein gutes Leben haben, er will, dass wir das Leben genießen können, hier schon auf dieser Erde, ja, nicht erst im Himmel. Nein, nicht erst, bis wir erlöst werden durch den Tod und so weiter. Sondern er will, dass wir hier schon anders leben, hier schon Segen erleben und so weiter und so fort. Wenn du das weißt, dann wirst du automatisch oder du wirst motiviert tun, was der Heilige Geist dir sagt. Du wirst motiviert in Gottes Wegen laufen, tun, was er will, die richtigen Sachen tun, tracht nach dem Reich Gottes zuerst. Das wird bei dir jetzt an erster Stelle sein. Es wird kein Problem für dich sein, es wird keine Bürde für dich sein, sondern es wird eine Lösung für dich sein, für dein Leben. Du wirst wissen, ich schaue auf Gott, ich richte mich auf ihn aus. Ich weiß, dass wenn ich mit ihm gehe, wenn ich ihm vertraue und wenn ich tue, was er von mir will und was er sagt, dann werde ich das bestmögliche Leben für mich rausholen. Das ist Gottes Verheißung. Das ist Gottes Verheißung. Und das fällt uns oft schwer zu glauben. Aber das ist die Wahrheit. Gottes Bund mit uns ist gewesen wegen Leben und Frieden. In diesem ganzen Kapitel in Maleachi, ich liebe Maleachi sehr. Maleachi ist in drei wichtigen Themen aufgegliedert. Und die wichtigsten, wie ich glaube, heutzutage und wo Gott, wie Gott mir gezeigt hat, aufgetan hat, dass wirklich Erneuerung aus diesem heraus in den Leib Christi kommen muss. Das sind drei ganz wichtige Aspekte. Der Vollzeitdienst, der falsch, der nicht gehandhabt wird. Dann im zweiten Kapitel ist es das Sündigen, das ein Riesenproblem ist, auch im Leib Christi, das wieder, wo man wieder Korrektur bringen muss. Und der dritte Teil, das Geben und Investieren ins Reich Gottes und wo sozusagen der Segen aus resultiert. Diese drei Pfeiler sind so wichtig geworden für diese Zeit, in der wir leben gerade, wie noch nie. Du musst verstehen, dass Gott will, dass du lebst. Das muss ganz, ganz tief sitzen. Und ein Leben in Sünde ist ein Leben in Fluch, ein Leben in Probleme, ein Leben in Schwierigkeiten, Verdammnis, ist der zweite Teil. Und ein Leben im Segen ist ohne Geben nicht erreichbar. Wir schlagen auf jetzt 5. Buch Mose 28. Wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, indem du alle seine Gebote einhältst und tust, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Und all diese Segnungen werden über dich kommen und dich treffen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist. Das gute Leben auf dieser Erde ist Gottes Wille. Und in diesem Kapitel wird das komplett aufgezählt. Und das ist wichtig zu erkennen als Christ, weil so viel gehört wird, weil so vieles negativ geredet wird über Wohlstand, über Reichtum und keine Ahnung was, sodass man schon gar keine Ahnung hat. Liebt es Gott, dass wir uns einen abquälen? Liebt es Gott, dass wir arm sind? Liebt es Gott, dass wir gerade so über die Runden kommen und so weiter? Nein, liebt es nicht. Menschen lieben das, Religion liebt das, falsche Lehren lieben das, Buddhismus liebt das, aber nicht unser Gott. Der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs liebt es nicht. Er liebt es, wenn sein Volk gesegnet ist. Er liebt es, wenn sein Volk Überfluss hat. Halleluja. Er liebt es, wenn sein Volk voll ist mit allen guten Dingen, die man schon auf dieser Erde haben kann. Es ist einfach so. Und wir lesen jetzt hier einen Text, er ist aus dem Alten Bund. Und deswegen heißt es hier auch, wenn ihr alle Gebote einhält, dann wird dieser Segen auf euch kommen. Durch den neuen Bund geschaut, auf dieses Kapitel, musst du es jetzt so sehen, wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst
und fertig. Also heute ist es so, dass wir haben den Heiligen Geist in uns und wir hören auf das, was er uns sagt. Deswegen sage ich immer wieder, wenn es ums Geben geht, es geht nicht darum, dass du ein Gesetz einhältst, sondern es geht darum, dass du hörst auf den Heiligen Geist, was der Heilige Geist dir sagt. Das ist wichtig. Wir haben eine Beziehung mit dem Heiligen Geist, wir haben eine Beziehung. Ja, es ist ein aktives Miteinander und etwas, wo du, warum ist es wieder so, ist es als Gesetz, dass du musst ganz genau aufpassen wegen dem Hören. Nein, es ist einfach eine, er weiß am besten, was wir tun sollen, damit wir erfolgreich vorankommen in diesem Leben. Ja, und deswegen, das ist der Bund, den Gott mit uns hat. Wenn wir tun, wenn wir das Verständnis haben, dass er für uns das Leben will, dass er für uns Frieden will, dass er will, dass wir gesegnet leben hier auf dieser Erde, dann sagen wir auch gleich, ja, dann tue ich so, wie er es mir sagt. Weil er weiß besser. Ich habe mal, als ich 16 war, bin ich in die Welt gegangen. Und ich wollte mein Leben, ja, so leben, wie die Welt halt lebt. Da bin ich rausgegangen und ich war 10 Jahre in der Welt. Und ich habe nichts getan. Ich habe versucht, weil ich christlich aufgewachsen bin, habe ich versucht, diese Stimme des Geistes zu dämpfen und wegzumachen und wegzurauchen und wegzukiffen und wegzutrinken und wegzu, was auch immer, okay? Und es war sehr schwierig, für manche Zeiten war es dann ruhig, aber der Heilige Geist, der lässt einen nicht los. Das ist schwierig, von Gott wegzurennen, wirklich schwierig. Es ist gar nicht mal so leicht, ja. Du die Verdammnis und du weißt, du tust es falsch und so weiter. Und ich habe echt versucht, und ich habe es nicht geschafft, ich habe versucht, jahrelang die Stimme zu töten. Ich habe versucht, sozusagen alles falsch zu machen, nur was geht. Und letztendlich bin ich in einem Loch gelandet. Ich war physisch kaputt, ich war geistig kaputt, ich war finanziell ruiniert, ich war in allem kaputt. Mein ganzes Leben war zerstört. Ich war durch große Depressionen gegangen und keine Ahnung was. Ja, ich habe Erlebnisse, kannst mal, wenn du über meine Geschichte ein bisschen mehr wissen willst, ich habe mein Zeugnis ausgestrahlt auf unserem anderen YouTube-Kanal von unserer Kirche, Triumphkirche. Kannst du vielleicht bei Google auf Triumphkirche, da ist mein Zeugnis. Oder du gibst einfach David Dück Zeugnis ein. Du kannst auch eingeben, ich habe die Hölle erlebt, da müsste ich auch dabei sein und dir dann sozusagen mein Zeugnis in voller Länge anschauen. Die Sache ist, was ich sagen will, ist, ich lebte in der Welt. Ich habe es geschmeckt. Ich habe gelebt nach dem, wie die Welt lebt. Ich habe alles gemacht, wie man es macht in der Welt. Ich wollte der Schlimmste sein, ich war der Schlimmste. Und es hat mich ruiniert. Ich weiß es so gut aus erster Reihe. Mit dem Teufel gehen. Tod, Fluch, Krankheit, Armut. Mit Gott aber leben. Leben. Heilung, Befreiung, Freiheit. Ja? Finanzen, Segen. Halleluja. Das steht komplett im Kontrast. Und warum? Weil wenn du in der Welt gehst, dann tust du, hörst du auf die Stimme der Welt, auf die Stimme des Teufels, tust, was er dir einflüstert und sagt. Aber als Christ und wiedergeborener Christ, als Gläubiger, höre ich auf den Heiligen Geist und tue, was er mir sagt. So, und das ist, wie wir wandeln im Glauben. Wir hören auf Gott. Und wir sind nicht mehr in dem Gesetz. Ja? Ich will einfach nur, dass du hier das verstehst. So, aber wir gehen jetzt weiter. Indem wir wandeln nach dem Geist und all diese Segnungen werden über euch kommen, und die werden euch treffen, weil ihr der Stimme des Herrn eures Gottes gehorsam gewesen seid. Gesegnet wirst du sein in der Stadt. Gesegnet wirst du sein auf dem Acker. Gesegnet wirst du sein, die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, die Junge deiner Rinder und deine Schafe. Gesegnet werden sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, vor dir schlagen. Auf einem Weg sollen sie ausziehen gegen dich und auf 7 Wegen vor dir fliehen. Der Herr wird den Segen gebieten, dass er mit dir sei in deiner Scheune, in allem, was du unternimmst, und wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Und hier geht es weiter und weiter und weiter und weiter. Worauf ich hinaus will, ist, schon im alten Bund, das war der Bund, den Gott hatte mit dem Volk Israel. Wenn ihr mit mir, es hört sich immer so hart an, dieses, wenn ihr genau tut, wenn ihr diese, ich will mal, dass du einfach mal dich entspannst und mal von diesem Gesetzesdenken wegkommst, weil das war immer dieses Problem, das ist immer der Irrweg gewesen in Christen, immer diese Gesetzlichkeit, immer diese Angst, immer diese Zittern, oh mein Gott und so, ja? Nein, sondern Gott bietet es an. Es wird angeboten. Jesus bietet ja auch an. Ja, wir als Christen bieten der Welt auch an, hey, das ist Befreiung für dich, das ist Befreiung für dich.
Er kann dir helfen, er wird dir helfen, er wird dich frei machen, er will dich retten. Vor ewiger Verdammnis und so weiter. Es ist alles ein Angebot. So, und Gott sagt das auch. Gott sagt, habt es mit mir und ich werde euer Leben bauen. Was gibt es Besseres als das? Das ist der einzige Weg, das ist der sichere Hafen, in dem wir Christen ankommen müssen. Der sichere Hafen, in dem wir Christen ankommen müssen, ist das Verständnis, dass der Bund mit Gott war ein Bund fürs Leben. Nicht fürs Zerstörung, nicht fürs frühzeitig Sterben, ja, nicht für Krebs bekommen. Wir leben nicht wie die Welt, wir sind nicht wie die Welt. Wir müssen nicht die ganze Zeit zittern, Angst haben, so, ob es uns reichen wird, nicht reichen wird und so weiter. Halleluja! Halleluja! Gott ist mit dir. Er hat den Bund mit dir geschlossen für das Leben. Du siehst jetzt gerade, jetzt bei so einer Zeit wie diese, was versucht der Teufel zu tun? Was versucht der Teufel zu tun? Allen Angst einzujagen. Er versucht dir Angst einzuflößen. Er versucht dir Angst zu machen, aber der gegründet ist auf Gottes Wort, auf dem Fels der Verheißungen, dem macht es keine Angst. Wenn du gegründet bist auf Gottes Wort, wenn du weißt, dass sein Bund mit dir war Leben und Frieden, kannst du erhobenen Hauptes, kannst du weitergehen. Wissend, Gott ist auf meiner Seite. Gott ist auf meiner Seite. Und wenn der Feind vor mir steht, dann sage ich, ich komme im Namen des Herrn. Halleluja. Und du sagst das genauso. Du stehst fest auf Gottes Verheißung. Du stehst fest auf Gottes Wort. Ich gehe mit Gott. Gott ist mit mir. Größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Halleluja. Und ich bin sicher in ihm. Und all diese Verheißungen sind für mich. All diese Verheißungen sind für dich. Gott hat es dem Volk Israel verheißen. Gott hat es dir verheißen durch Jesus Christus. Weil wir gerade hier auf diesem Kanal über Finanzen, viel über Finanzen reden und vor allem, wie wir Glauben für Finanzen entwickeln können, ist es wichtig, dass du das fast das meiste, was ich hier erwähne und was ich hier rede, dient diesem Thema, okay? Vielleicht sagst du auch, meine Güte, es geht immer darum, es geht immer, dieser Kanal heißt auch Glauben für Finanzen, okay? Also nicht so hart sein mit mir, sondern das ist genau explizit für dieses Thema, explizit für diese Richtung. Etwas, wir sind hier die sich gebrauchen lassen von Gott, mit Finanzen im Reich Gottes zu dienen. Halleluja! Ich gehöre dazu, gehörst du auch dazu? Dann streck deine Hand oder schreib irgendwas in die Kommentare. Schreib da rein, ich gehöre dazu. Ich und mein Haus, wir werden den Herrn dienen. Und niemand wird uns davon abbringen. Halleluja. Und dann, es gibt aber Menschen da draußen, die, und vor allem viele Christen da draußen, die das Wort nur zu halber kennen und ein bisschen manchmal verwirrt sind, weil sie, keine Ahnung, was so mal, sie verstehen nicht. Die verstehen nicht, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Er sagt, ich bin der Gott der Lebendigen. Er ist jemand, der wo für das Leben steht. Ja? Es heißt in Johannes 10,10, der Dieb kommt zu stehlen, zu rauben, zu verderben. Jesus sagt, ich aber bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das volle Genüge haben könnt. Das heißt, Gott stand schon immer dahinter. Nur die Welt hat die Sachen, sozusagen, die in Sünde lebt, die Sachen falsch machen, ja, die leben, wie wir denken, ja, die ihr Leben genießen in Saus und Braus und Saufen und Party und keine Ahnung was. Wir haben mittlerweile so ein Bild erschaffen, dass man denkt, dass das ist Leben. Und wenn Apostel Paulus redet gegen so ein Leben oder das Leben, die das Leben hier genießen wollen und so weiter, dann ist immer gemeint ein Leben in Sünde. Aber wenn du Menschen kennst, die in Sünde gelebt haben, so wie ich mal, wenn du Menschen kennst, die Welt geschmeckt haben, die es kennen, die können dir sagen, das ist kein Leben, das ist kein Leben. Und ich kann dir sagen, das Leben ist mit Gott, ja? Und deswegen ist da dieses Missverständnis, dass wenn man redet vom Leben genießen oder das Leben gut haben, dann triggert sofort beim Christen, er denkt gleich an ungläubiges Leben. Er denkt gleich an die Welt. Er denkt gleich an Gottlosen und so weiter, die hier gut leben und dann gehen die in die Hölle und so weiter und so fort, ja? Oder weil Jesus gesagt hat, wenn ihr auch die ganze Welt gewinnen würdet, aber Schaden nimmt an eurer Seele, was würde es bringen? Jesus hat genauso die Aussage gemacht, dass du sozusagen die Sachen gewinnen kannst oder die Sachen der Welt haben kannst, um mich nicht jetzt falsch zu verstehen, ja, das irdische Gute haben können, gut leben können und nicht Schaden nehmen an deiner Seele. Weil er sagte, was würde es bringen, wenn du alles hast, aber Schaden nimmst an deiner Seele. Das heißt, du kannst auch alles haben und nicht Schaden nehmen an deiner Seele. Und das, worüber wir hier reden, auch hier im Glauben für Finanzen.
Nur die Christen reden darüber nicht. Die meisten wissen es, wissen darüber nichts. Viele wissen darüber nichts, dass das geht. Und deswegen rennt die Jugend in die Welt. Deswegen rennen die Gläubigen in die Welt, so wie ich es damals war. Ich dachte, gute Sachen sind nur dort. Ich dachte, man hat mir alles so schlecht gemacht, man hat mir überhaupt das Leben hier auf dieser Erde so schlecht gemacht, dass man... Manche Christen machen das Leben auf der Erde so schlecht, dass sie sich wundern, dass so viel Depression ist unter Gläubigen. Die meisten Gläubigen, die wollen einfach nur sterben, sie wollen weg. Das darf nicht wahr sein. Gott hat dir ein Leben gegeben. Gott hat dir ein Leben gegeben, damit du es lebst, damit du es gut lebst. Und er gibt uns die Geheimnisse, er gibt uns den Glauben, der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Halleluja. Er gibt uns die Verheißungen des Lebens, ja, wo wir entdecken können, das Gute, das Gott uns geben will und wo wir dann unseren Glauben aktivieren können für die Dinge jetzt schon hier auf dieser Erde. Ich gehe nachher noch zu einer Bibelstelle, aber ich will jetzt hier das, was ich aufgeschlagen habe, vorlesen. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Bibelstelle, weil man oft sagt, dass es dieses hier genießen und nee und so und immer auf Leute drückt, die reich sind. Und Reichtum macht immer mit uns, wenn wir Reichtum hören und so, dann denken wir gleich an sündiges Leben, denken wir gleich an schlechte Menschen, wir denken gleich an Hip-Hop-Videos, ja, wo die ihr Geld schmeißen und dann irgendwelche halbnackten Mädels da rumtanzen und so weiter. Wir denken an irgendwelche Rockkonzerte, wir denken an irgendwelche Superstars. Die Sache ist, das ist doch, dürfen nur die reich sein, dürfen nur die, das ist, was der Teufel versucht, damit versucht er die Welt, damit versucht er die Kinder, damit versucht er die, selbst auch die Christen versucht er damit. Ja, zeigt er das, als ob nur das Reiche in der Welt ist. Abraham war reich. Seine Söhne waren alle reich. Die Könige in Israel, sie waren alle reich, wenn sie mit Gott waren. Das hat sich immer ausgezeichnet. Wenn sie mit Gott waren, waren sie reich, waren sie wohlhabend. Der wohlhabendste Mensch ist in der Bibel. Er war reich, Salomo. Er ist dann später abgefallen. Ja, das wissen wir. Aber weil er einfach nicht aufgepasst hat. Es ist ihm irgendwas zu Kopf gestiegen. Er war reich. In einer Folge habe ich geredet über reichen Jüngling. Der reiche Jüngling war reich, weil er mit Gott war. Er war nicht reich, weil er ein drogensüchtiger, was auch immer war. Nein, er war reich, weil er in Gottes Willen wandelte. Gott segnete ihn mit dem Reichtum. Aber darüber habe ich schon mal ein Video gemacht. Das ist ganz wichtig zu erkennen, weil Gottes Willen ist, dass es uns gut geht. Und die Verheißungen sind uns gegeben. Wir haben die Verheißung gelesen, da gibt es noch viel mehr. So, ich will nicht so viel noch reinbringen und so, ja. Aber du musst einfach nur sehen und verstehen, Gott will das Leben. Lass dir das bitte nicht ausreden und lass nicht Menschen irgendwie ein Vers aus der Bibel rausreißen, benutzen und es dir hinhalten und fertig. So funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Diese Menschen, die wissen nichts. Die haben noch nie so gegeben, dass sie in eine Position gekommen sind, wo sie Gott glauben müssen und schauen, ob wie das Ganze ist. Wenn du mal aufs Wasser gegangen bist in deinem Leben, wenn du mal Gott wirklich gebraucht hast im irdischen Bereich und er dahinter gekommen ist, dann weißt du ganz genau, für was Gott steht und hinter was Gott steht. Gott steht hinter dem Leben. Unsere ganze Aufgabe als Diener Gottes, als Prediger, als Geistlicher, wofür Menschen beten und so weiter, unsere ganze Aufgabe ist zur Erbauung, zur Zerstörung der Werke des Satans, wie es heißt, und zur Erbauung der Heiligen. Halleluja! Dafür sind wir da, zum Erbauen, zum Heilen, zum Aufrichten, zum Befreien, zum Segnen. Dafür sind wir da. Hört sich das an nach dem Tod? Ist das der Tod? Ist das die Qual? Nein. Es ist das Leben, das wir bringen. Das Leben kommt von Gott und wir bringen es weiter an den Mann. Halleluja! Deswegen hat Gott eingesetzt. Deswegen hat Gott eingesetzt im fünffältigen Dienst. Kannst du in Epheser nachlesen. Zur Ausrüstung und zur Erbauung. Worin? Im Glauben. Zu was? An Gott und an seine Verheißung. Darum geht's. Darum geht's, mein lieber Freund. Ich zitiere einen Vers, den ich schon so oft gesagt habe und der darf hier nicht fehlen. Aber ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Denn jeder, wo zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Und weiter? Nee, genau hier bewegen sich die meisten. Muss glauben, dass er ist. Ich glaube an Gott, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, ich glaube an Jesus. Ja, Jesus und so weiter und so fort. Ja, was hast du davon? Also dein Leben sieht nicht so aus, als ob du glaubst. Glauben hat eine Frucht. Und die ihn so suchen, ein Belohner sein wird. So geht es weiter.
Glauben bringt die Belohnung. Wenn du Gott also glaubst und vertraust, tust du das im Wissen, dass er gut ist, im Wissen, dass er das Leben für dich hat, im Wissen, dass er es gut machen wird. Und alles, wie es gerade aussieht, wenn es schlecht aussieht, wenn es bei dir düster aussieht, wenn du gerade durchs Todesschatten gehst, ja, dann wisse eins, Gott hat sich das für dich nicht gedacht, dass du da parkst, dass du nicht da hängen bleibst, sondern er will den Ausgang schaffen. Halleluja, wie es auch im Neuen Testament heißt. Es heißt dann auch in Jakobus, er sagt dann auch, das Ende Hiob habt ihr gesehen. Aber nein, wir Christen, wir gucken einfach immer nur auf die Schmerzen Hiobs. Die zwei Jahre Qualen, wie er sich gequält hat, wie ihn alles weggenommen wurde, was der Teufel. Wir geben dem Teufel die Ehre, indem wir immer verherrlichen den ganzen Schaden, den er verursacht. Aber wir schauen eben nicht auf das Ende, wie Jakobus aber gesagt hat. Schaut auf das Ende Hiobs, wie er doppelt, zweifach sozusagen gesegnet wurde und den Segen zurückbekommen hat. Das ist deine Geschichte. Das ist meine Geschichte. Schau nicht auf das, was gerade um dich herum ist. Schau nicht auf das, was vorne kommt, sondern der Ausgang, wo auch immer du drin bist. Wo auch immer du drin bist, gerade momentan, der Ausgang ist Licht, ist die Lösung, ist Gottes Segen. Gott schafft den Ausgang. Gott schafft den Ausgang, wenn du festhältst an seine Güte und seine Gerechtigkeit. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gott ist gut und er will, dass du lebst. Also wir kommen jetzt hier in diese Stelle in 1. Timotheus 6, Vers 17. Da sagt er, den Reichen in dieser Welt gebiete, nicht hochmütig zu sein und ihre Hoffnung nicht auf ungewissen Reichtum, sondern auf den lebendigen Gott zu setzen, der uns alles reichlich zum Genuss gibt. So, das steht hier drin, das steht hier drin. Der uns alles reichlich zum Genuss gibt. Wer gibt uns alles reichlich zum Genuss? Gott gibt uns alles reichlich zum Genuss. Dann sagt er, sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig und großzügig sein, um sich Schätze zu sammeln im Himmel, als eine gute Grundlage und so weiter und so fort. In Jakobus 1, da gibt es auch nochmal eine Stelle, die sehr interessant ist. Da heißt es im dritten Vers, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel leidet. Keinen Mangel leidet. Das ist Gottes Wille für dich. Gottes Wille für dich ist kein Mangel leiden. Deswegen ist der Teufel so dran, dass du unruhig wirst, dass du ins Wackeln kommst, dass du jetzt, oh, wie wird es jetzt sein mit der Zukunft? Oh, jetzt muss ich aufpassen und so weiter. Und vor allem, was der Teufel auch will, dass du aufhörst, im Geben tätig zu sein. Dass du aufhörst, nach dem Reich Gottes zuerst zu trachten. Was deine Grundlage und was das Allerwichtigste ist in so einer Zeit wie diese. Bau weiterhin dein Vertrauen auf Gott in Geduld, glaubend an die Verheißung. Das bringt dich zu dem Punkt, wo du keinen Mangel hast. Wie viele Menschen leiden Mangel? Wie viele Menschen leiden, auch Christen leiden viele, viele Mangel. Wir können nicht, ich bin nicht jemand, der einfach von der Tatsache, wie etwas ist, wegschaut. Ich gehöre gar nicht dahin. Wenn etwas ist, wie es ist, dann ist es, wie es ist. Ja, und ich sage das auch einfach so raus. Ich sage, dass der Leib Christi und hauptsächlich, also nicht nur sozusagen die Organisationen und die Leiterschaften, Diener und so weiter, nein, allgemein, das Volk ist arm. Das Volk ist arm. Sich verstrickt in Kredite und in Schulden und in Haufen Versicherungen und alles Mögliche. In allem Möglichen sind sie verstrickt und quälen sich. Und vieles davon ist deswegen, weil man ihnen ausgeredet hat, dass Gott es tun will. Weil man gesagt hat, ach, ist nicht so wichtig. Deswegen mussten sie irgendwas selber machen. Deswegen mussten sie selber für irgendwas sorgen. Deswegen mussten sie selber irgendwie den Kopf schlagen. Gottes Weg ist der Weg, wo du hineingerätst, wo du keinen Mangel hast. Und komm gar nicht in Verdammnis jetzt wegen, weil ich jetzt Kredit oder irgendwas angesprochen habe. Ja, ist kein Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Immer ganz, ganz wichtig, immer vor Augen halten. Ja, nur das Verständnis ist einfach nur, dass mit allem schafft Gott auch den Ausgang. Mit allem schafft Gott den Ausgang. Und er wünscht sich, das musst du einfach bekommen, er wünscht sich für dich das Leben. Er wünscht sich für dich, dass es dir gut geht, dass es dir in allem gut geht. Gott will, dass es dir in allem gut geht. Halleluja. Wir schlagen nochmal das auf zum Abschluss, weil das finde ich immer wieder so stark zu sehen, wo alles oder wo das Ganze begann. In 1. Mose 12,
Da lesen wir, und der Herr sagte zu Abraham, geh aus deines Vaters Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Er gibt ihm eine Aufforderung, etwas zu tun. Und jetzt gehen wir Menschen hin, die sich dann mit dem Kopf immer alles verstehen wollen. Aber warum, aber hier, aber das, aber jenes, aber ich habe doch hier, aber es ist doch okay, aber es reicht doch und so weiter. Ja, ganz viel aber. Und genau das ist, was Gott nicht mag. Gott freut sich, wenn wir ihn hören, wenn wir ihm vertrauen und einfach dann darauf reagieren. Dann kann er tun, was er tun wollte mit uns. Und das ist nicht so, dass es einfach so automatisch irgendwas passiert. Nein, wenn du tust, was Gott von dir will, dann kann er tun, was er mit dir tun wollte. Er sagt dann im zweiten Vers, warum er rausgehen soll, sagt er, ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Das ist Gottes Verheißung an ihm gewesen. Und das ist die gleiche Verheißung, die für uns gilt. Das ist die gleiche Verheißung für dich und für mich. Es hat sich nicht geändert. Gott will den Erfolg des Menschen. Gott will, dass es dir gut geht. Gott hat einen Plan mit dir. Gott hat einen Plan mit dir. Und deswegen auch jetzt gerade, ja, verfalle nicht in dieser Zukunftsangst. Ja? Gott hat einen Plan mit dir. Wenn dieser Plan noch nicht umgesetzt ist, der in dein Herzen hineingelegt wurde, dann ist es noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Gott hat noch etwas vor. Ja? Es ist noch nicht vorbei. Erschreckt dich nicht. Jesus sagt, erschreckt euch nicht, wenn ihr von Kriegsgeschrei hört, wenn ihr von Hungersnöten, von diesen ganzen Problemen und so weiter. Erschreckt nicht. Habt keine Angst. Und außerdem sagt er, es ist noch nicht vorbei. Ja? Die Bibel sagt uns, das Evangelium muss zuvor verkündet werden, auf dem ganzen Erdkreis, und dann wird das Ende sein. Wusstest du, dass 2 Milliarden Menschen auf der Erde nicht das Evangelium gehört haben? Sogar Open Doors hat eine ganze Liste darüber. Vor Jahren hat Gott zu mir gesprochen in diese Richtung, hat mir gesagt, dass die Welt ist noch nicht komplett zu Ende evangelisiert. Ich habe auf jeden Fall Arbeit für dich, es wird weg und so weiter. Ich will nicht so viel sagen. Und später habe ich herausgefunden, weil ich mich auch fragte, überall sieht man so große Events und Afrika, Bonke und so weiter und so fort. Ja. Und dann bin ich auf diesen Artikel gestoßen oder auf die Statistik von Open Doors. Und das ist tatsächlich aufgeführt. 2 Milliarden Menschen auf der Erde, du musst dir vorstellen, heutzutage ist es glaube ich 1/4, wurde nicht erreicht mit dem Evangelium. Schlaf nicht ein, zieh nicht zurück, denk nicht, es ist vorbei, es ist alles getan und so weiter. Nein, sondern packe die Verheißung an. Erwähle das Leben, halte dich an den Bund Gottes, wisse, dass er dich segnen will, dass er dich groß machen will, dass er einen Plan mit dir hat, dass er dich gebrauchen will, gerade für die Zeit, die kommt. Halleluja! Und dass du es gut haben wirst. Wir gehen nicht im Schauen, wir gehen im Glauben. Aber das, was wir nicht sehen und wofür wir glauben, werden wir irgendwann mal sehen und werden es schauen. Das ist Gottes Verheißung an uns. Gott will, dass du lebst. Und dieses Verständnis und dieses Wort muss dich tragen. Wenn du hier dich angeschlossen hast, bei diesem Kanal dabei zu sein, ja, und bei diesem Dienst mit den Finanzen und Glauben für Finanzen zu entwickeln, wenn du hier dabei bist und ein Teil davon bist, lass das immer wieder, jeden Tag dich erneuern in diesem Satz. Wichtig, ist ganz, ganz wichtig, schreib dir auf jeden Fall diesen Vers raus. Maleachi 2, Vers 5, dass Gottes Bund mit uns Frieden und Leben ist. Halleluja, Frieden und Leben. Also du wirst zu jeder Zeit wissen, Gott will, dass ich lebe. Und wenn du leben willst, weil Gott sagt im Alten Testament, ich habe euch die Wahl gegeben, wollt ihr leben, wollt ihr sterben? Dann sagt er, nun wählt das Leben. Ja? Die Bibel sagt doch, Leben und Tod ist in der Gewalt der Zunge. Wir können tatsächlich als Christen hinstehen und sagen, Gott, ich glaube dir. Ich glaube deine Verheißung. Ob 10.000 fallen zu meiner Linken und 1.000 zu meiner Rechten, so wird es mich dennoch nicht treffen. Halleluja. Diese Zuversicht darfst du haben. In dieser Zuversicht darfst du laufen. Du hast Gottes Ruf, wo mit dir geht. Du kommst im Namen des Herrn, gehst im Namen des Herrn und siegst im Namen des Herrn. Manchmal musst du einfach alles ausschalten um dich herum. Du musst alles ausschalten. Du musst gar nicht wissen, was da geplant wird, was da alles gesagt ist. Das musst du alles gar nicht wissen.
Schau auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Schau in das Wort Gottes. Stütze dich auf die Verheißung. Fütter dich mit dem Wort. Die Bibel sagt, Glauben kommt vom Hören der Botschaft. Fütter dich. Hör dir die richtigen Botschaften an. Hör dir die Botschaften an, die deinen Glauben stärken und deinen Glauben füttern. Ja? Die positive Nachricht, natürlich wortgemäß, die positive Nachricht wortgemäß ist die, wo Glauben kreiert. Alles andere nicht. Denk mal drüber nach. Glauben braucht man nur für eine positive Lösung. Glauben braucht man nur für das positive Leben. Ich meine, das aktiv Glauben, ja? Und Gott will es auch. Gott will auch, dass wir ihm glauben für das Gute. Falls du hier zum ersten Mal dabei warst, dir es gefallen hat, lass auf jeden Fall einen Daumen da und abonniere den Kanal. Natürlich mach die Glocke an, damit du jederzeit mitkriegst, wenn irgendwas Neues rauskommt. Und sei dabei. Ja, ich freue mich auf ein nächstes Mal. Wir sehen uns. Tschüss.